Ich bin Daniela Jochum, Architektin und Obfrau des Vereins Kultursteg Walgau. Als Architektin habe ich den Kultursteg Walgau geplant, eine mobile Plattform, die durch den ganzen Walgau wandert. Die Idee vom Kultursteg ist eigentlich vor 10 Jahren schon entstanden, dass man etwas für die Region macht und vor allem etwas, das so draußen stattfindet. Der Beitrag vom Kultursteg Walgau soll vor allem in der Identifikation über Architektur stattfinden, dass ein Bauwerk eine gewisse Regionalität bilden kann. Wir haben ein sehr vielseitiges Programm von Musik, Lesungen, Broadcast und Konzerte. Wir haben die Haubenküche aus dem Walgau, wir tun Sterne schauen auf dem Steg und das Ländle Open Air findet im Walgau statt. Ich glaube, was es immer wieder braucht, ist Offenheit und Interesse von Menschen, die Ja sagen zu einem neuen Projekt und die dann auch Ja sagen, dass es weitergeht. Und ich bin so dankbar, dass ich immer wieder auf solche Leute treffe. Der Kultursteig steht nicht nur für regionale Kooperation, sondern einfach für Lebensfreude, dass man wieder miteinander tanzen, Sterne schauen und zusammen kann, einfach miteinander das Leben teilen. Die ganz große Vision ist, dass der Kultursteg nicht nur im Walgau wandert, sondern über die Grenzen hinaus die Region Dusser repräsentiert. Über Architektur kann Identifikation stattfinden und der Kultursteg ist eine neutrale Plattform für alle Nutzbare. Und was ich immer so schade gefunden habe, im Walgau passiert so viel und es gibt so viele tolle Leute, die voneinander gar nicht wissen. Und es wird einfach eine Bühne für alle sein.